Hallo, willkommen bei Conny Canarias Land und Leute. So, heute ist ein ganz spezieller Tag. Heute Morgen habe ich das Ganze schon in Spanisch gemacht. Ja, heute ist der 21. November und für mich ein besonderer Tag. Denn heute, vor 37 Jahren, zog es mich auf diese wunderschöne Insel mitten im Atlantik. Ja, ist schon ein bisschen her, aber ich fühle mich trotzdem noch wohl hier. Es war damals ja eine aufregende Reise, da ich wusste, dass ich erstmal hier bleibe. Erstmal, so hatte ich das in meinen Gedanken. Dass natürlich dann 37 Jahre draus wurden und es wird wahrscheinlich noch mehr, das wusste ich damals natürlich noch nicht. Mein damaliger Mann, auch dann für die nächsten 29 Jahre, hatte eine kleine Wohnung in Vecindario gefunden. Und die war für das erste Jahr gedacht. Danach zogen wir dann nach San Fernando. Ja, ich habe ihm viel zu verdanken, auch natürlich seiner Familie, die sehr groß ist. Und auch heute noch als meine Familie zählt, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Ja, aber so ist das Leben. Ich möchte die Zeit trotzdem nicht missen. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ja, und dank Ihnen allen habe ich schnell und gut Spanisch gelernt und konnte dann natürlich auch meinen Kindern später in der Schule helfen. Und ich denke, es ist also ganz, ganz wichtig, wenn man in einem anderen Land lebt als Ausländer, sollte man doch schon die Sprache erlernen, wenigstens ein bisschen, um Respekt zu zeigen den Menschen gegenüber und natürlich auch der neuen Kultur. Ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig. Denn man wird sonst immer als Dauertourist betrachtet. Und ich glaube, das ist nicht schön. Deswegen immer ein bisschen was lernen. Man kann es auch im Alter noch, ist überhaupt kein Problem. Klar, es geht natürlich nicht mehr so schnell wie früher. Aber ein bisschen was bleibt immer hängen. Und das sollte sich doch jeder zu Herzen nehmen, der in einem anderen Land lebt. Ja, es war damals sicher keine leichte Entscheidung, aber dank meiner kanarischen Familie hat es doch dann sehr gut funktioniert. Ich fing ja dann auch 6 Monate später an zu arbeiten. Ich musste hier auf meine Papiere damals noch warten. Und dann mit meinen spanischen Kollegen ging das dann natürlich noch fixer. Denn damals zum Spanischlernen hatte ich nur 2 Bücher. Eins aus einem Kurs in Deutschland, der dauerte 4 Wochen. War so ein Intensivkurs und das andere war ein Wörterbuch. Das war alles. Kein Internet und auch sonst nichts.
Heutzutage ist es ja relativ einfach, Sprachen zu lernen. Wir finden ja alles im Netz. Ist ja unglaublich, was es da alles gibt. Und deswegen also heutzutage eine Sprache zu lernen, ich denke mal, kein Problem. Ja, und diese beiden Bücher, die ich hatte, das waren also meine ständigen Begleiter. Die hatte ich immer dabei, egal wo ich war und hinging. Und wenn ich jetzt irgendwas nicht verstanden habe, dann habe ich wirklich im Wörterbuch nach diesem Wort gesucht. Und so nach und nach klappt das dann mit dem Spanisch halt immer besser. Und das alles, ohne hier eine Sprachschule zu besuchen. Denn die gab es hier damals auch nicht. Es gab zwar Sprachschulen, aber nur um Spanisch oder, Entschuldigung, um Deutsch und Englisch zu lernen. Aber nicht für Spanisch. Und so habe ich mir das dann alles nach und nach selbst beigebracht. Sprechen, lesen und schreiben natürlich. Die ersten Jahre, ja, die waren sehr interessant und auch ein bisschen hart, weil klar, man ist in einem neuen Land, neue Sprache, erstmal versteht man gar nichts. Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Aber was soll ich sagen? Ich bereue meinen großen Schritt auf gar keinen Fall. Es geht mir hier sehr gut. Und ja, ich kann mich nur bei meiner kanarischen Familie bedanken und natürlich auch allen anderen Canarios und natürlich der Insel auch. Denn es ist schon ein kleines Paradies, was wir hier haben. Das sollten wir nie vergessen. Ja, und wenn man dann solche Sonnenaufgänge hat, da wird doch dann alles wieder gut gemacht. Klar, damals war es natürlich auch so gut. Ich war natürlich auch sehr jung. Aber es gab Arbeit überall. Das war also überhaupt kein Problem. Und wenn man dann noch ein paar Sprachen mehr auf Lager hatte, dann war das überhaupt kein Problem, irgendwo eine Stelle zu bekommen. Ich hatte damals auch sehr nette Chefs, muss ich doch sagen. Es waren die Hermanos Benítez, die Benítez-Brüder. Auf jeden Fall möchte ich nicht missen. Und ja, ich bereue also keinen meiner Schritte. So, dann kommen wir hier zum Ende. Es war ein kleiner Einblick in die erste Zeit, meine erste Zeit hier auf Gran Canaria, der 21. November 1985. So, dann hoffe ich, ihr habt noch ein bisschen Spaß mit dem Rest des Videos. Und wir hören uns natürlich wieder, wie jeden Tag.
Und ich sage dann ganz einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.